Eine kühle Erfrischung gefällig? Seit kurzem bietet das Hügelcafé des Klosters Ingenbohl in Brunnen dies und andere Köstlichkeiten an. Schwester Tobia Rüttimann ist Provinzrätin des Klosters Ingenbohl. Sie gibt uns Auskunft, was den Anstoß gab, ein Café im Kloster zu errichten. Es war ein Gemeinschaftsentscheid. Und das beruht auf dem Hintergrund von den vielen Pilgern, die immer wieder ans Grab von Mutter Maria Theresia kommen und die dann auch immer wieder nachgefragt haben, besteht hier nicht auch die Möglichkeit, ein Kaffee zu trinken. Das war so die Ausgangslage. Wie kam es zum Namen Hügelcafé? Ja, es waren verschiedene Namensideen da. Pilgercafé, Klostercafé. Aber wir wollten den Begriff nicht einschränken auf Personen, sondern es weiten. Und da wir hier unsere Gebäude so auf dem Hügel stehen, haben wir Hügelcafé gewählt. Für uns intern, aber auch für die Leute von Brunnen ist das ein Begriff der Hügel. Das meint das Kloster Ingenbohl. Saskia Hüggi ist Mitarbeiterin im Hügelcafé. Wie verläuft für Sie die Zusammenarbeit mit den Schwestern? Also mit Schwester Carmen zu arbeiten ist eigentlich sehr schön. Sie ist auch sehr zuverlässig, man kann gut mit ihr zusammenarbeiten und sie ist auch sehr weltoffen. Man kann mit ihr auch mal etwas lustiger reden und muss nicht immer so todernst sein. Und das macht das Ganze auch spannend und es lockert auch die ganze Atmosphäre etwas auf. Ist für Sie der Job hier im Café ein Job wie in jedem anderen Café oder ist es etwas Besonderes, weil es in einem Kloster ist? Also es ist allgemein besonders im Kloster zu arbeiten. Viele haben etwas Berührungsängste mit dem Kloster oder den Klosterfrauen, aber wenn man hier arbeitet, merkt man, dass es überhaupt nicht vonnöten ist, weil man von den Schwestern sehr herzlich und offen empfangen wird. Saskia fühlt sich also wohl im Umgang mit den Schwestern. Könnte sie sich das vorstellen, der Klostergemeinschaft beizutreten? Ja, heute ist es leider nicht mehr so, dass ein Kloster oder ein Leben im Kloster so alltäglich ist. Und ich könnte es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil es nicht mit meinen Zukunftsplänen vereinbar ist. Ja. Diana Wachter ist Leiterin des Hauswirtschaftsbetriebs. Sie war von Anfang an in die Planung des Hügelcafés involviert. Ist sie zufrieden mit den Reaktionen der Besucher? Also die Schwestern haben natürlich indirekt Werbung gemacht. Ja, bald haben wir das Hügelcafé, ja, bald können wir zusammen das Kaffee nehmen. Und ja, die Rückmeldungen sind also wirklich durchwegs positiv. Endlich ist es da. Und wie ist es mit den Kosten? Muss es einen Gewinn geben oder reicht es, wenn es kostendeckend ist? Mein persönliches Ziel ist es, kostendeckend zu arbeiten und wenn ein Gewinn rauskommt, wäre es natürlich noch schöner. Was bieten Sie den Besuchern an? Gibt es Spezialitäten des Klosters, zum Beispiel Gebäck oder Ähnliches? Schwerpunkt ist sicher Kaffee. Wir haben verschiedene Kaffeespezialitäten, von geeistem Kaffee mit Aromen, die es in der heutigen Zeit überall gang und gäbe ist. Und natürlich unsere hausgemachte Patisserie, die wirklich von Grund auf in unserer Klosterküche produziert wird. Viele Klöster haben Nachwuchsprobleme. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie genug Nachwuchs, der dann hier im Café arbeiten kann? Nein, da sind wir auch wie die anderen Klöster in der Schweiz gleichgestellt. Nachwuchs ist etwas sehr Rares. Und wir arbeiten auch in anderen Bereichen sehr viel mit externen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und machen da sehr gute Erfahrungen. Jetzt ist es so, dass externe Personen auch hier im Café arbeiten. Wie ist die Zusammenarbeit mit den Schwestern? Wir haben lange überlegt, das Kloster, das Hügelcafé nur mit Schwestern zu betreiben oder von einer Schwester führen zu lassen. Die Leitung ist dann zu dem Entschluss gekommen, dass das Potenzial von Altersressourcen her nicht mehr gegeben ist. Wir haben dann eine externe Hauptverantwortliche eingestellt und die Schwestern sind unterstützend noch mit tätig. Was erhoffen Sie sich von den zukünftigen Begegnungen, die Sie hier im Café haben werden? Mit Menschen in Kontakt kommen, ihnen zu begegnen. Ich denke, es ist wie umgekehrt. Früher gingen wir hinaus zu den Menschen, verschiedene soziale Werke. Heute können wir das nicht mehr, aber wir sind offen hier im Kloster, dass die Menschen zu uns kommen.
und so die Begegnung stattfindet.